grundsätzlich auf 1,73 Meter dürfte ich 83 Kilo haben. Ich so ein bisschen, ich sag mal, die Form von Frank Zane anstrebe. Das Ding ist, ich bin ja noch weit weg von sowas wie Wettkampfform. Und da werden Leute auflaufen, die werden diese 83 Kilo bringen. Entladen am Tag der Waage. Das ist mein Gewicht. Klar mit dem Ding hier in der Hand. Und damit herzlich willkommen auf dem schlechtesten YouTube-Kanal Deutschlands. Weil heute steht ein Formcheck an. So ein bisschen, das kann man ja schon erahnen. Aber jetzt schwenke ich erstmal meinen Arsch unter die Dusche und danach geht's zum Training. Ach ja, und wo ich gerade schon dabei bin. Erstens, ja, ich gehe vorm Sport mich einmal abduschen. Das zweite ist, ich habe jetzt eine elektrische Zahnbürste. Wer noch keine hat, braucht unbedingt eine. Das ist mein komplettes Fazit dazu. Kauft euch elektrische Zahnbürsten, die Dinger sind's wert. Also eigentlich wollte ich jetzt gerade meine ESN-Bestellung machen und ja, euch zeigen, was ich bestelle. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Das ist belastend. Und dann, hier ist gerade der Nitro drin, ein paar Cola-ERAs, bisschen Salz und eine halbe Portion vom Crank. Und das zimmer ich mir jetzt rein und dann geht's ab ins McFit. Was ein geiles Wetter. Und der komplette Hintergrund hinter der gesamten Aktion ist, ich habe ja irgendwie mal so beschlossen, dass ich so optisch das Limit habe, die Classic Physik auszufüllen, was auf meine Körpergröße entspannte 83 Kilo wären. Wenn man genau das nimmt, was im Perso steht, kann natürlich sein, dass ich noch mal ein bisschen schrumpfe und sonst was so durch Wasserverluste. Deswegen kann man da nicht mal so krass drauf schwören, aber grundsätzlich auf 1,73 Meter dürfte ich 83 Kilo haben. Herzlichen Glückwunsch. Was denn nie ein Bodybuilder bin. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Formcheck, ohne dass ich großartig Pump oder sonst was drin habe. Ich habe mich gerade noch einmal so ein bisschen aufgewärmt, so einmal Brustgürtel einmal durchbewegt. Und ja, Licht ist hervorragend. Aber nichtsdestotrotz machen wir denselben Scheiß gleich auch noch mal in beschissenem Licht. Wie ihr gesehen habt, mein Gewicht sind aktuell so bummelig 85 Kilo, mehr oder weniger. Das geht aktuell ganz schön nach oben, das freut mich sehr. Gucken wir uns den Lachs mal an, ne? Wie kacke das wohl sein wird. Ach ja, hier ist ein 24mm Objektiv drauf für alle Leute, die das wundert, wenn sich hier so nach vorne so ein bisschen Sachen verziehen. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Wie gesagt, Licht ist sehr gut, ich bin noch nüchtern, Gewicht kennt er. Ja, das ist so aktueller Statusbericht. Übrigens, wenn ihr diese Transparenz feiert, sodass ich halt auch sage, so hier ist gutes Licht und sonst was, ne? Dann würde es mich freuen, wenn ihr mich mit meinem Code bei ESN unterstützt. Das freut mich immer sehr. Vielen lieben Dank auch alle Leute, die das getan haben. Ich versuche hier mal ein bisschen ein realeres Bild abzuzeichnen. Ja, aber ich denke mal, das kennen die Leute, die meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen. Auch das dann. Sobald hier kommt. Ich gönne mir jetzt etwas, was meine Performance steigert, meinen Muskelaufbau verbessert und mein Stressmanagement als auch meine Regeneration verbessert. Durch Studien belegt. Kohlenhydrate und ERAs in Wasser gemischt beim Training. In meinem Fall ist das Clusterdextrin und ERAs von ESN. Und zwar hat das den Hintergrund, dass es halt einfach Cortisol drückt. Cortisol ist ein kataboles Hormon gegen Spieler zu. Beziehungsweise Insulin drückt Cortisol. So. Schwerer Satz durch, Back-Off-Set durch, zweiter Back-Off-Set, keine Ahnung, irgendwas so zwischen 6 und 10 Wiederholungen. Mal gucken. Jeder von mir, bis er jetzt kennt, versuche erst gezielt aus der Zielmuskulatur zu arbeiten. Dann cheat ich quasi mit, heißt ich reiß aus dem unteren Rücken mit und so weiter und so fort. Ich habe ja auch schon mal öfter auf Instagram erwähnt, dass ich so ein bisschen, ich sag mal, die Form von Frank Zane anstrebe. Weil der Mann ähnliche Körpergröße hat wie ich, Golden Era. So, der sieht halt noch wirklich klassisch aus, ne? Nee. Stage Rate hatte der 84. Das ist, ja,
Das ist das, was ich jetzt habe. Nur der hat deutlich dickere Ärmel als ich. Ich meine, ich habe wohl so einen 45er Oberarm bei dem im Kopf. Da fehlt mir noch ein Kilo Fleisch pro Arm. Aber auch das bekommt man hin. Ich hänge mich rein. Das Ganze soll natürlich nicht implizieren, dass ich ansatzweise aktuell eine Chance in der Classic Physik haben könnte, sollte, tue. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, ich befinde mich ja aktuell bei bummelig, je nachdem wie viel Kohlenhydrate ich drin habe, 84, 85 Kilo. Heute habe ich relativ viel Carbs drin, so. Ich habe mal wieder seit 2 Wochen meine Ernährung gut auf dem Baum. 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwie so. Auf jeden Fall track ich gerade täglich. Ich könnte doch einfach nachgucken, aber ich bin faul. Das Ding ist, ich bin ja noch weit weg von sowas wie Wettkampfform, wenn man das so sagen kann. Das Ding ist halt einfach, was die meisten Leute unterschätzen ist, bis ich jetzt Kohlenhydrate und Wasser raus hätte, hätte ich so ja mindestens 3 Kilo, wenn nicht sogar 4 Kilo raus. So, wenn du von 85 ausgehst, ja gut, dann habe ich, dann ende ich knapp bei 80. Ist schon mal 3 Kilo unterm Weight Limit. So, jetzt muss ich aber noch ein bisschen Fett abwerfen. Was ich denke mal so noch gute 5% von meinem aktuellen Körpergewicht sind, was auch noch mal 4 Kilo sind, dann bin ich entladen, ohne alles, bei 76 Kilo. 76 Kilo ist ein bisschen sehr weit weg von dem Gewichtslimit von 83 Kilo. Und da werden Leute auflaufen, die werden diese 83 Kilo bringen, entladen am Tag der Waage. Das ist ja Bullshit. Das geht ja gar nicht. Und dann scheiße ich halt komplett rein. Deswegen, ja, ich brauche ordentlich mehr Gewicht. Besonders mehr Gewicht an den Armen, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Scan-Video erinnert, wo bummelig rauskam, ich habe 2,5 Kilo pro Arm. Jetzt denkt doch mal darüber nach, wie meine Arme aussehen könnten, wenn ich jetzt noch mal 1 Kilo mehr pro Arm hätte. Anstelle von 2,5 Kilo, 3,5 Kilo. Das sind entspannte 40% mehr Volumen am Arm, was natürlich einen gigantischen Unterschied macht. Im Übrigen, ich verlinke euch mal da oben. Da. Da. Ich hoffe, es ist die richtige Ecke. Der Gag wird auch niemals alt. Ich raff's doch nicht, ne? Gar nicht. Mein Formcheck, als ich Nettie war. Das ist vielleicht für einige nochmal interessant. Ich kann euch auch nochmal den 4 Wochen Formcheck reinballern mit dem Chang. Was darin resultiert hat, dass ich quasi seitdem kein Gewicht gemacht habe, aber Muskeln. Was strange ist. Aber ich habe auch richtig dick Gewicht verloren, als ich sofort die Thighs rausgenommen habe. Was das so ein bisschen revidiert. Aber vielleicht kann man auch mal so als Fazit ziehen. Als ich ja gut vor einem Jahr in Berlin war, da kam auch etwa das Video mit Kevin raus. Als ich von da wieder kam und da war ich nicht so hart wie jetzt, habe ich entspannte 74 gehabt. 73, 74. Ich hatte auf jeden Fall unter 75, als ich aus Berlin wieder kam. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und da war ich, wie gesagt, nicht so lean wie jetzt. Und jetzt habe ich halt so bummelig 85, 84, 85. Das ist keine krasse Leistung. Es reicht nicht, weil meine Arme so dünn geblieben sind. Aber ich sag mal so, den Umständen entsprechend ist das in Ordnung. Für mein Empfinden. Dafür, dass ich nur Testo fahre. Wie viel habt ihr in eurer ersten Kur aufgebaut? Ich warte auf einen Kommentar von Max Matzen. Das fände ich sehr lustig. Ich mache weiter meine Curls und damit meine Arme mal ein bisschen wachsen. Letzter Satz Bizeps Curls und dann ist hier auch Schicht im Schacht. Finito. So, das ist jetzt verhältnismäßig beschissene Licht. Das ist halt das Fenster, das gerade vor mir ist. Dementsprechend gucken wir uns das jetzt alles auch mal an. Das ist das zweite Mal, dass der Mann sich in diesem YouTube-Video schon auszieht. Sollen wir jetzt mal Bodybuilding-Posen machen? Lass uns noch Bodybuilding-Posen machen, beziehungsweise erstmal die Grundposen. Cold mode.
show-mo, showboat, rowboat, wave ride. Cool shawty, too naughty, pool party, wet for the face ride. Ich bin noch mit dem Elend. Ich geh mich umziehen. Ach ja, und wie gesagt, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Arschgeigen auf YouTube, TikTok und sonst wo, versuche ich mich euch möglichst hässlich zu zeigen. Mit möglichst bekacktem Licht. Guckt euch das an. Das ist einfach nur bekacktes Licht. Ich sehe dementsprechend auch kacke aus. Aber das ist halt die Realität. Selbst auf Stoff sieht man nicht immer krass aus. Ich mag eigentlich dieses ganze Geschimpfe auf andere Influencer nicht. Aber Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, sehen ja, wer sich nur in krassem Licht zeigt, nur seine Bilder bearbeitet, nur immer einen geilen Winkel hat und sonst was. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die halt sich absichtlich nicht ultra krass zeigen und auch versuchen, ein bisschen menschlich zu sein. Warum das im Übrigen so ist, kann ich mal in einem anderen Video drauf eingehen. Warum ich das so mache und warum andere Leute so ein bisschen auch in ihrer Abwärtsspirale gefangen sind, von wegen, sie haben einmal angefangen, sich nur noch gut zu zeigen, dann wird das auf einmal von ihnen erwartet und so weiter und so fort, aber das wäre zu viel für das jetzige Video. Mal abgesehen davon, dass ich echt Hunger habe.